So, Gregor, ja. Heute ist es soweit. Heute ist es endlich soweit. Letzte Woche habe ich es ja schon gesagt hier in der Sendung. Ich war mit meinem Podcast-Kollegen Felix Lobrecht vor ein paar Wochen auf Mallorca. Ja, und da musst du jetzt noch mal ein bisschen uns hier allen die Geschichte erzählen. Was ist da passiert? Also du meinst die ganze Genese nochmal? Die ganze Genese, ne? Warum wart ihr da? Okay, also Felix Lobrecht und ich haben einen Podcast zusammen. Gemischtes Hack, Geheimtipp, gerne mal reinhören. Ja. Kleiner Arroganzanfall, muss mal sein, oder? Hier im Nischensender. So, und da haben wir darüber gesprochen, wie Mallorca-Songs immer entstehen, was die ausmacht. Dann hat Felix aus dem Stehgreif, wirklich, das war nicht vorbereitet, einfach einen Refrain gedroppt, wie diese Songs immer so sind. Dieses, ja, wie geht das immer? Malle ist nur einmal im Jahr, außer man fährt öfters und so weiter und so fort. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und vor allem, der Text ist immer so, dass es geht immer um das eine, es geht immer um unten rum. Ja. Ne? Es geht immer um unten rum, aber nie auf die 12. Es ist immer so ein bisschen subtil. Es ist immer subtil. Ja. Es ist immer subtil. Und dann habe ich halt gesagt, stellen wir uns einfach mal so einen Typen vor, der auf Mallorca im Urlaub einkaufen geht, kauft so allerlei und dann räumt er den Kühlschrank ein. Ja. So sind diese Texte immer, weißt du? Grillsoßen nach links, Joghurt in die Mitte zum Wein, unten kommt die Gurke rein. Ah ja, okay. So funktionieren diese Songs immer. So funktionieren diese Songs. Und am nächsten Tag hat dann Icke Hüftgold, der Chopin, der deutsche Chopin, hat sich bei uns gemeldet und hat einfach einen Song daraus gemacht. Und wir sind nicht nochmal ins Studio, wirklich nicht, Ehrenwort. Der hat einfach aus dem Podcast Versatzstücke genommen und daraus einen Song gemacht. Ganz kurz nochmal für alle, Icke Hüftgold ist ja ist eigentlich der größte Malle-Sänger überhaupt. Absolut, ist der größte Malle-Sänger überhaupt. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, und Felix war da so ein bisschen die treibende Kraft so mit Icke zusammen. Ich war dann mit im Boot, scheiße. Jetzt müssen wir das Ding doch aber auch im Mekka des Bierhelms, im Epizentrum der Party, auf dem, im Bierkönig, müssen wir doch dieses Lied performen. Ja, weißt du? aber da kommt man ja im Prinzip nur hin, wenn der Song super oft angehört wurde, ne? Wenn auf Spotify Tausende, Hunderttausende oder sage ich mal Millionen Leute da sich das angehört haben, sonst lassen die einen ja nicht auf die Bühne. War das so? Das war leider so, ja. So, ich bin jetzt tatsächlich hier im Flieger. Ich bin ein Mallorca-Sänger. Mir geht einfach nur der Stift. Da sind sie ja, die zwei aufgeplatzten Sackläden. Alter, seid ihr fit für den Job des Jahres? Müssen wir ja. Du musst uns fit machen, Icke. Lass uns einen trinken gehen und dann... Ist es so, man muss direkt trinken, oder? Ja klar, wir sind auf Mallorca. Mein Lieblingsbier ist der Zapfhahn, denn der gibt Bier. Vor 12 Jahren bin ich ja auch hierher getigert mit der Illusion, dass das alles ganz toll ist, alles ganz schön wird und alles ganz schnell geht mit dem Erfolg. Das hat bis heute gedauert. Warum machst du nicht einfach einen Podcast? Ich habe hier Leute geschmiert, damit ihr zwei Sacknähte überhaupt auf diese scheiß Bühne dürfen. Wie wisst ihr, was das für ein Privileg das ist, im Bierkönig aufzutreten, wenn man nichts kann? Ey, ich habe gesehen, hier direkt in dieser Schinkenstraße ist eine Schule. Wie erklärst du deinen Kindern, was die Deutschen da machen? Gymnasium Schinkenstraße. Worauf müssen wir denn achten auf der Bühne? Geht hoch, macht diesen hier, aber macht nicht zu viel auf Arroganz. Mach genau den. Aber Icke, wie wär's denn mit so einem unhandlichen Mitgröll-Slogan? Ich sag, sag nee, ihr sagt tö. Das ist über... Sag nee, tö. Sag nee. Das Wording ist perfekt. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir die Kurve bekommen. Wenigstens eine Promo machen. Wenn Icke, ihr heute Abend auch Jahre, ich hab drei Jahre lang Flyer für eine Cocktailbar verteilt. Ich bin bei ZDF Neo. Promoter und ZDF. Promoter, ja. Promoter und Problemfall. Hast du die scheiß Aufkleber gemacht? Habt die überall hin. Komm, Abfahrt. Gurke! So, warte. 21:45 Bierkönig. Ja, dann liegen wir aber schon im Bett. Liegen Sie schon im Bett? Dann liegen wir schon im Bett. Gar nicht. Gucken Sie auch nie Studio Schmidt donnerstags? Das ist ja eine Frechheit. Hätten Sie vielleicht Lust, heute Abend in den Bierkönig zu kommen? Das sind die Sacknähte, das neues Duo. Also Sie sind nicht so Schlagerfans, eher so 187, Katar, sowas, ne? Ja. Bekannt aus Titelthesen, Temperamente, Druckfrisch, Aspekte. Wenn Sie Lust hätten? Kannst du Spanisch? El Sacknathorst? Nein, ja. Ja! Na also, der Heinz kommt. Fantastisch. Danke. 21:45 Uhr. 21:45 Uhr. Dankeschön. Aber Fußballfan. Aber in der Halbzeit. Da wirst du die goldene Hawaii-Kette verdienen.
pass auf, Männer, ihr habt die alle jetzt schön feucht gemacht. Jetzt heißt es einlochen. Das Ding versenken, bam, bam, bam. Ein paar geile Anmachsprüche, ne? Ich sag, sag, ne! Ihr sagt, tö. Oh Gott, ich bin irgendwie aufgeregt. Viel Glück! Vielen Dank für alles, ne? Ole, 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 ola. Ole, o mama, 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 Mallorca. Ole, ole. Weißt du, wer hier heute Abend auftritt? Ja, klar. Felix und Tommy. Wir wollen die Sacknähte sehen. Wir können seit 3 Wochen nicht mehr schlafen. Unten kommt die Gurke rein, trifft auf jeden Fall das Herz von Mann. Was sagst du dazu, dass deine Rundfunkgebühren das hier möglich gemacht haben? Traurig, aber wahr. Sacknähte! Wie viele Leute sind jetzt da? Ist voll? 4000. 4000? Was meinte Icke, war ein Erfolg? 800? 800, ne? 40. Hier, Icke, hier, Alter. Kriegen wir noch irgendwie geile Shirts hier oder was, ist, was passiert hier? Shirts auch noch? Ja. Und die kommen hier einfach zufällig reingeflogen. Die versteigern wir danach, aber nicht für einen guten Zweck. Die behalten wir, ne? Ja, der gute Zweck ist mein Konto, ey. Hier, die Tournee, die kürzeste Tournee Europas. So, komm, wir machen das jetzt. Nochmal vielen Dank an alle, die gekommen sind. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil, das muss ich nämlich auch nochmal recappen, Tommy, es hat ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Finally. Finally. Das war eine Frage an dich. Wann sehen wir die Sacknähte beim ESC? Boah, das würde ich wahrscheinlich sogar machen. Ja? Ja, das würde ich sogar, also wenn ich 4000 Leute beim Bierkönig, wenn das geht, dann gehen auch wie viel? 300 Millionen bei, ja, beim ESC? Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.